Einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist Budi von Budiwitz. Grüß euch. Hi, heute zu meinem ersten Let's Play. Ich hoffe, es wird das letzte sein. Wir spielen heute Evoland. Beziehungsweise ich spiele und ihr guckt zu. Ja, bevor wir noch lange irgendwie drum herum reden, würde ich sagen, fangen wir mal an, ne? Freigeschaltet rechte Taste. Ach was. Rechts geht. Tatsache. Links nicht. Tolle Wurst. Ah, links geht. Yay, ich kann links und rechts. Halalala. Und das haben wir noch. Jawoll, ja. 2D-Bewegung. So, gucken wir mal. Ja, nix, nix. Okay. Richtig so, richtig toll ist es hier nicht so. Ah, Bild auf. So, kann ich jetzt hier lang? Nee, immer noch nicht. Okay. Aha, Büsche, wahrscheinlich geht das nicht. Ne? Hahaha. Steine. Okay. Hier. Busch, Busch. Toll. Ja, irgendwie so ist es ein bisschen auch so. Na. Kann man den Ton aufdrehen oder so? Ja, also, geht doch. Soundeffekte. Na, was mal hier? Ja, noch eine Truhe, 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 Truhe. Glatter Bildlauf. Ah, auch nicht schlecht. Auch schick. So, geht's hier lang? Ah, ein kleines Inselchen. Eine Truhe. Ah. Was? Was? Nein, ich will zum Hauptbild zurückkehren. So. Ah, Truhe. Jawohl! Das Schwert des Schicksals. Yeah! Da, 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 da. So, gib her die Diamanten. Wie? Was das denn? Ist ja gar nichts. Oh Mann. Ja, mal eben kurz gucken, was da hinten noch so abging. Da, da waren ja auch noch Patronen. Da ist eine. Ja, hier kaputt kloppen oder hier. Hm. Warum geht natürlich nicht? Okay, aber warte mal. Hier sind auch Büsche. Truhe. Ein Stern! Sammelt alle versteckten Sterne im Evoland. Okay. Eine fremde Stimme sagt, sammle alles. Und wir machen es natürlich auch. Nachher kommt der Stern des Todes. Zack, zack, zack. Und mal hier. Die Karte Octorak. Eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Okay. Was ist Doppelzwilling? Und was ist ein Octorak? Aber naja. Ich glaube, es wird sich noch sehr bald aufklären. Toll. Da, 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 da. Da, 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 da. So, jetzt haben wir hier alles. Da, 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 da. Ah, Monster. Perfekt. Bam. Ja, nicht zu nah. Bam. Hehehe. Okay. Busch. Oh. Musik. Jawoll. 2012 ganz oben in den Charts. Alles klar. Na, gucken wir mal. Oh, was ist das hier? Ah, es passiert nichts gut. Kein Pentagramm des Todes oder so. Hm. Ah, Schwächerpunkte. Eine Entwicklung, die Computerspiele für immer verändert hat. Alles klar, alles auf jeden Fall. So, gucken wir mal weiter, was hier noch schick ist. Da, 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 da. Die Band. Ohne Truhe. Nochmal ein Stern. Hey, toll. Ding. Noch eine Fledermauskarte für Doppelzwilling. Ja, gut. Muss interessant werden. Gucken wir mal weiter. Oh Gott, da oben ist eine Fledermaus. Ja, dann mal speichern, würde ich sagen, oder? Wenn man nicht verkehrt. Ding. Jawohl. Noch eine Truhe. Yeah, Farbe, endlich. Jetzt bin der Gameboy-Zeit, Gameboy Color. Yeah. Und immer noch nichts Wertvolles im Busch. Viecher. Zack, kaputt. Ist hier was? Nein, hier nicht. Nein, nicht da, nicht da, nicht da. Hey, da ist was. Hier. Da denn. Hallo. Hallo. Okay. Geht nicht. Auch nichts. Speichern.
Noch ein Stern, yay. Hey, toll. Kann ich mir von irgendwie irgendwas kaufen? Was denn jetzt? Wie? Zu Ende? Nach jahrhundertelangem Frieden trat eine uralte böse Macht zurück ans Licht, um die Welt vor Ivolania zu bedrohen. Ihr seid eins der wenigen verbleibenden Mitglieder des Ordens der Drachenritter, dessen Aufgabe es ist, die Welt zu bereisen, um in den Notleidenden zu helfen. Das müsst ihr bekommen. Okay, dank des jahrhundertelangen Friedens hattet ihr derzeit gar nichts zu tun, aber es sieht ganz so aus, als würde sich das bald ändern. Okay. Ich wollte schon mal in den Notleidenden helfen. Ha! Ja, yeah, sieht ja schon ein bisschen schicker aus. Das sind wir auf Game Boy Advance Niveau, würde ich sagen, ne? Okay, da geht es ja lang, aber irgendwie nicht so richtig. Zeichenanzeige. Ah, cool. Dieser Pfad ist nur für wendige Abenteuer begangen. Ja, wendig ist der hier nicht. Okay. Kaputt, ja, egal, ist mir egal, was irgendwie auf den Nerven geht. Freie Bewegung. Ah, was geht's hier lang? Der Dimensionsstein wird mit dem Weg. Versucht es mit dem Pfad im Osten. Ich geh mal durch. Pfad im Osten. Ich bin ja nicht durch, oder? Ach, hier geht, jetzt geht's hier durch. Ach, wendig, klar. Spiel gespeichert und neue Gegner. Yes. Hier sieht mich nicht, lalalala. Winter. Ah, ein Schwert. Haben wir auch nicht. Okay, aber immerhin ein Schwert. Ist immer schick. Bam. Hallo. Okay. Yeah, Fahrt. Speichern wir mal eben und dann gucken wir, was hier noch ist. Nix, nix. Da lang. Gehen wir mal weiter. Hey, was ist jetzt? Überwelt. Bodenbasierter Kampf. Ich ahne Schlimmes. Auf dem Pfad. Ah, nee. Hey, ein Schleim. Ding. Oh, scheiß auf Schleim, okay. Egal, du bist jetzt gleich Hackfleisch. Okay, Hackfleisch für Schleim ist ein bisschen doof, aber naja. Geht kaputt. Geht doch. Und 50 Gliss gewonnen, okay. Oh, 50 Gliss und 5 Sterne. Was oder so. Das passt doch schon mal. Das machen wir ja. Achteltruhe. Mode 7. Ja, cool. Ja. Oh ne, schon wieder. Ah. Ein Ermog. Ein Hütchen mit Sessel. Und seine Deluxe Hütchensessel. Sofa. Ding. Kaputt. Na also, 50 Klicks. Ja, schon 100. Was ist los hier? Ja, hier, mich. Ja, nee, schon wieder. Ah, nochmal du. Komm, hau ab. Nochmal. Sag mal, hau ab, du. Geht doch. Ja, nee. Ach du, noch schon mal so ein Schleim hier. Mach dich vom Ecke. Autsch. Also. So. Mach ich noch hier hoch. Von mir so ein Monster. Was ist das hier? Noch mehr von den Viechern, okay. Ortsname. Die Wiese. Alles klar. Okay, ich bin auf der Wiese. Hey, wo treffen wir uns? Auf der Wiese. Welche auf der? Achso, die. Ja, schön. Speichern. So, wo geht's hier lang? Weiter, weiter, nächsten.
nix, hier geht's nicht durch. Toll. Hat diese Viecher kaputt hauen. Zack. Dann schaltet sich da irgendwas frei. Truhe freigeschaltet. Ach, wo ist denn Truhe? Truhe. Da ist Truhe. Ja, Hallöchen, Truhe. Aha. Dorf! Papunika. Noch eine Truhe. NSC ist ja perfekt. Hi. Tut mir leid, mit Kindern rede ich nicht. Penner! Nur weil ich kleiner bin als du? Lasst mich in Ruhe und spielt mit den anderen Kindern. Welche anderen Kinder? Es sind überhaupt keine anderen Kinder. Oh, hier? Nee, da nicht, da nicht. Sagen wir mal hier ins Haus rein. Okay, ist zu. Ah, da ist noch einer. Hi, grüß dich. Mit Kindern rede ich nicht. Ah, ich rede nicht mehr mit dir, du blöder Beiner. Ah, hallo, schicke Braut. Kinder gehen ins Bett. Es ist ja wieder Tag. Was soll ich jetzt schon knacken? Jetzt ist noch Ende. Wenn ihr nicht liebt, kommt der böse Kefkas Geist und frisst euch auf. Wow, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Niemand, niemand. Und wenn er kommt, dann lasst man durch. So. Da ist wir. Hi. Erwachsen, nicht lustig. Es beschweren sich ständig über uns Kinder. Wenn ich bloß den Wachsmuster essen könnte, der wäre ich kein Kind mehr. Der Samen, den ich gefunden habe, ist aber in den Brunnen gefallen. Und es ist so dunkel und ich habe Angst, ihn zu holen. Du hast Angst, ihn zu holen. Du hast doch kein Messer. Gehst du in den Brunnen und rein mit mir. Juhu. Ja, natürlich gehe ich in den Brunnen rein. Da im Brunnen. Gib her, das Ding. Jawohl. Egal. Gut, runter essen macht immer Spaß. Yeah, ich bin groß. Wo guckt sie unten aus, Tolles? Nee. Okay. Ach, noch eine Truhe, hätt's gedacht. Die Karte Wurm. Wow. Brauche ich doch unbedingt für mein Yu-Gi-Oh!-Deck. So, einmal nach oben wieder. So, hi, schöne, kennen wir uns? Ah, sie redet endlich mit mir, toll. Ich habe etliche merkwürdige Geräusche in den nördlichen Höhlen gehört. Ach nee. Vorhin hat uns ein Mädchen besucht, ist sie eure Freundin? Vielleicht? Bestimmt, na klar, warum nicht? Alle vollzogene Freunde. Ah. Willkommen in Papunika. Wir wünschen euch einen angenehmen Aufenthalt. Danke. Hallo, danke für den Tipp. Ja, Wachsmuster, hast du uns gesagt. Genau. Aber hier geht's nicht rein. Okay, aber das ist eine Truhe. Gucken wir uns mal an. Häuser betreten. Ihr könnt jederzeit in die Privatsphäre anderer eindringen. Auch nicht schlecht. Na, dann mal rein hier. Ach so, hier ist doch nichts los. Komm, lass ein Bett. Schaut mal hier pennen mit mir. Hallo, schlafen. Nee. Ist auch nur Fenster, okay. Hier auch nichts. Das hier. Gastwirt. Ach nee. Ha, hi. Ja, mal pennen ist nicht schlecht. Genau, machen wir nochmal. Speicher natürlich. Jo. Was ist hier? Ja, wieder nix. Okay. Hier, hallo.
Aber hier ist wieder die Truhe. Laden den Haber, das ist schon mal nicht schlecht. Was zu kaufen? Brauche ich nehme ein Langschwert. Cool. 90 Kill. Gliss. Gill, auch wenn ich die Kill so mache. 150 Stück. Na, das kriegen wir schon schnell. Ich nehme noch einen Trank mit dazu, ist vielleicht besser. So. Jetzt bin ich geausgerüstet mit meinem Langschwert. Du wolltest mit mir reden, ne? Die Kristallhöhlen sind ein gefährlicher Ort. Angeblich die Kefkas Geister. Ah doch, noch kein Abenteuer ist zurückgekehrt. Man muss davon erzählen. Na, gucken wir mal. In der Höhle da vorne gibt es ziemlich starke Monster. Mit eurer Tätigkeit sind wir uns nicht vorbei. Also würde ich sagen, raus aus dem Dorf, Monster kloppen, Kohle holen und diese blöde Rüstung besorgen. Depp. Aber ich würde sagen, das machen wir, wollte ich schon gerade sagen. Komm, den einen machen wir noch fertig. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Folge wieder. Ja, ich hoffe, hat es bisher gefallen. Und wir schauen mal weiter, wie es weitergehen wird. Bis später.